Willkommen zu Scudetto TV. Ab jetzt einmal pro Woche, immer donnerstags um 16 Uhr hier zu empfangen. Gast der Woche diesmal der Kabarettist und VfL-Fan Frank Gosen. Hallo Frank. Hallo. Ist doch noch gar nichts los, ist doch noch niemand da, es hat doch noch gar nicht angefangen. Die Winterpause war lang. Zeit, dass es endlich wieder losgeht. Wobei die Geschichten aus England wissen einen auch in der trüben fußballlosen Zeit in Deutschland gut zu unterhalten. Esche Cole, der umtriebige Spieler von Chelsea, hat mal wieder zugeschlagen und ist seinen außerehelichen Pflichten nachgekommen. Doch wer glaubte, dass seine abermals öffentlich gehornte Ehefrau die Flucht ergreift, sah sich zuerst getäuscht. Die Dame packte stattdessen einen 5-Punkte-Plan auf den Tisch, der sich gewaschen hat. Weniger PlayStation spielen? Die bösen Freunde meiden, eine romantische Geste pro Tag zeigen, 2 Monate nicht weggehen und trinken und Mutti immer schön auf dem Laufenden halten, wo Papa gerade ist. Und wie soll es auch anders sein? Rechtzeitig zum offiziellen Ende der Winterpause kommt der ach so böse Winter endlich zu uns nach Deutschland. Die Wetteraussichten versprechen jedenfalls Ski und Rodeln gut. Wie das dann aussehen kann, sieht man auch herrlich in diesem Video. Frank, wie man ja weiß, bist du ein glühender Anhänger der Winterpause, oder? Ich finde die Winterpause total super. Endlich mal 6 Wochen kein Fußball. Man weiß überhaupt nicht, wie man hinterher wieder einsteigen soll. Das ist so wie 6 Wochen kein Essen. Also das wird einem ja auch gut tun, speziell mir. Also wirklich, ich bin so heiß auf die nächste Winterpause. Jetzt, wenn die vorbei ist, bin ich schon wieder, kau ich meine Fingernägel und warte auf die nächste scheiß 6 Wochen lange Winterpause. Diese scheiß Winterpause gehört abgeschafft. Die soll mal richtig arbeiten gehen, hat mein Opa immer gesagt. In Bielefeld haben sie seit ein paar Jahren offensichtlich eine ziemlich gute Marketingabteilung. Offensiv und kreativ werben sie um die Gunst der Zuschauer. Neuerdings sogar per Video. Hauptakteur ist der noch junge Daniel Halffer. Die Überraschung der Winterpause war die Verkündung von Jürgen Klinsmann als neuer Bayern-Trainer und der ist ja für seine ungewöhnlichen Methoden bekannt. Gab es schon eigentlich eine Anfrage an dich für einen geselligen Mannschaftsabend mit kabarettistischer Unterhaltung? Von FC Bayern? Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde mich auch, wenn dann nicht als Kabarettist zur Verfügung stellen, sondern als Wandstürmer. Das ist ja ein Begriff von allerdings Ottmar Hitzfeld ge gewesen. Als Wand bin ich zu gebrauchen oder mit dem Stürmen müsste man vielleicht dann nochmal verfeinern. Bisher gibt es keine Anfragen des FC Bayern, mich in irgendeiner Form einzusetzen, weil es wohl einen Tatbestand erfüllen würde, wenn ich für die auftreten würde, den man früher in anderen Zusammenhängen wehrkraftzersetzend nannte. Also von meiner Warte aus würde nichts dagegen sprechen, weil wir natürlich mit allen Mitteln versuchen müssen, den Gegner zu schwächen. Einer der größten Fans und Fürsprecher von Jürgen Klinsmann ist der Berti Fuchs. Doch der hat im Moment genug eigene Probleme mit der nigerianischen Nationalmannschaft. Wer weiß. Vielleicht verdient sich Berti Fuchs ja demnächst wieder etwas dazu mit seiner zweiten großen Leidenschaft, der Schauspielerei. Erstatt der Anzeige. Solche Leute arbeiten im falschen Beruf. Seit Anfang des Jahres kann man den wunderbaren Fußballfilm Warum halb vier endlich auch auf DVD erwerben. Neben Joachim Krol oder Rudi Assauer kommt auch der Chefredakteur des Magazins Elf Freunde zu Wort. Philipp Köster umschreibt herrlich den vorm Sommermärchen weiten Graben zwischen Fußballfans und Otto-Normalbürgern. Ja, und dann komme ich nach Hause und da sitzt da eine Dame aus dem Literaturkreis meiner Mutter und fragt mich, ja, wie haben Sie denn gespielt? Dann meinte ich, ja, wir haben verloren. Dann sagt die blöde Kuh, wieso du? Hast du mitgespielt? Und dann lachten sie hässlich, meine Mutter und die Literaturtante. Da bin ich doch relativ deprimiert in mein Zimmer marschiert und hatte Massenmordfantasien.
Dein Verein, der VfL Bochum, erobert ja jetzt mit seinem neuen Mittelfeldstar ganz Asien. Wäre es da nicht auch eine Überlegung wert, den Gott aller Asiaten, Oliver Kahn, nach seinem Karriereende nach Bochum zu holen? Das wäre eine ganz spannende Geschichte. Gerade Oliver Kahn passt ja von seiner Mentalität her besonders gut hier nach Bochum, wird sicher ganz toll hier die Diskothekenlandschaft auch mit seiner Partnerin beleben können. Und dann hätten wir noch mehr Asiaten hier rumlaufen als jetzt seit der Verpflichtung von Jinji Ono auch noch. Was mich dabei noch viel mehr interessiert ist, müssen wir jetzt nächstes Jahr auf Asientournee gehen? Cottbus musste ja auf Asientournee gehen, weil sie Chinesen haben. Müssen wir jetzt auch durch Japan tingeln? Nächstes Jahr in der Winterpause. Das Zitat der Woche kommt in den tollen Tagen von einem Ex-Spieler von Energie Cottbus und Fortuna Düsseldorf, Christian Beek. Wir arbeiten jede Woche wie die Schweine. Da können wir am Karneval auch mal die Sau rauslassen. In diesem Sinne viel Spaß beim Karneval und natürlich beim ersten Spieltag nach der Winterpause. Glück auf! Und bis zur nächsten Woche.